Der Jugendliche Jegor Balasaikin ist im russischen St. Petersburg zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren verurteilt worden, wegen Brandanschlägen auf 2 Rekrutierungsbüros der Armee. Das Gericht stufte die Taten als Terrorismus ein. Der 17-Jährige hatte gestanden, aus Protest gegen die russische Offensive in der Ukraine Molotow-Cocktails auf Rekrutierungsbüros in St. Petersburg und in seiner Heimatstadt Kirovsk geworfen zu haben. Die Brandsätze zündeten nicht. Sein Vater ist vom Strafmaß entsetzt. Ich verstehe nicht, wofür man 6 Jahre bekommt oder wofür man keine 6 Jahre bekommt. Ich verstehe das nicht. Ich kann das alles nicht begreifen. Manchmal sehe ich ihn und es ist, als wäre er in einem Trainingslager. Sie bringen ihn, wir sehen ihn, wir fragen, ob alles in Ordnung ist. Er sagt, ja, alles ist in Ordnung. Naja, vorerst. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich verstehe es einfach nicht. Unterstützer sind besorgt um die Gesundheit des Jugendlichen. Er leidet an einer Leberentzündung. Für eine Petition, den Jugendlichen aus Gesundheitsgründen freizulassen, kamen seit Oktober tausende Unterschriften zusammen. Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 wurden Dutzende Rekrutierungsbüros in Russland Ziel von Brandanschlägen.